Ich glaube unterm Strich war der Sieg verdient für uns, dass wir die drei Punkte hier mitnehmen konnten. Am Schluss wurde es nochmal hektisch. Das war aber auch irgendwo dadurch geschuldet, dass wir, glaube ich, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit haben irgendwann aufgehört zu zählen. 6-7 Mal frei von vorgestanden haben und waren nicht in der Lage, einfach mal das 2-0 zu machen. Ich glaube, das Feld dann wäre das Spiel früher entschieden gewesen. Am Schluss haben wir dann mit der unterschätzten Bogenlampe von meinem Torwart, der dann an die Latte geht, Glück gehabt. Und dann holt er noch einen Kopfball von Kevin Hoffmann sogar raus. Ja, aber ich glaube, wir müssen viel früher einen Sack zumachen. Und dann ist das Ding schon früher durch. In der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, sehr dominant gespielt, haben viel Ballbesitz gehabt, haben immer gut die Räume gesucht, haben so ein bisschen im letzten Drittel die Zielstrebigkeit so ein bisschen verpasst. Beim Tor hat Biedermann das toll gemacht mit seiner Athletik, seiner Dynamik. Tempo aufgenommen, 1-1, einen tollen Torabschluss gemacht. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann überboten Chancen auslassen. Alles in allem muss ich trotzdem sagen, wir sind zufrieden. Wir haben jetzt 5 Siege in Folge in der Liga, das sind wir absolut in der Spur. Haben uns jetzt auch wieder berappelt nach dem 0-3 die Woche da gegen Koblenz im Pokal. Das war ja schon so ein bisschen Tiefschlag. Wir haben jetzt noch 2 Spiele vor der Brust, jetzt noch ein Derby gegen Sandburg, da wollen wir jetzt auch weiterhin punkten und dann noch in Dieflin und dann können wir erstmal Weihnachten feiern.